Hallo, liebe Krebse, ich begrüße euch sehr herzlich zur Monatslegung für Mai 2022. Ja, lasst uns gemeinsam hineinschauen in die Energien. Und es gibt diesmal eine kleine Änderung auf Inspiration hin eines von euch Zuschauern. Und zwar ist es ja so, dass jedes Sternzeichen sich gut und gern auch nochmal unterteilen lässt in einzelne Dekaden. Ja, bisher habe ich ja immer den Monat, ja, die Zeit des Monats unterteilt in Dekaden, also der 1. bis 10. etwa. Aber so etwas Ähnliches gibt es natürlich auch für die Sternzeichen. Ja, beim Krebs ist die 1. Dekade dann vom 22.06. bis zum 30.06. Die 2. vom 1.7. bis 10.7., 11.7. und die 3. Dekade vom 12. bis 22.7. Ne? Und jede Dekade hat natürlich teilt das Krebstypische an Eigenschaften auch und Verhaltensweisen, Lebensweisen, Lebenseinstellungen, Lebensgewohnheiten, aber hat dann nochmal so ihre Spezifik. Ich gehe jetzt nicht super intensiv darauf ein, ich möchte aber einmal versuchen, ne, den Blick auf ja, sozusagen die Krebse zu verfeinern durch die einzelnen Dekaden. Also es bekommt jede Dekade einen einzelnen Blick. Falls du im den Randbereichen der Dekaden Geburtstag hast, geboren bist, ja, dann schau vielleicht da auch 2 Dekaden an. Das kann sein, dass dann die Energien so ein bisschen verschwimmen. Und falls ihr da an den Randbereichen der 1. und 3. Dekade Geburtstag habt, dann schaut in sozusagen die jeweils anderen Dekaden der benachbarten Sternzeichen hinein. Ja, denn da gibt es dann eben auch so fließende Übergänge und lässt sich manches eben nicht ganz so hart abgrenzen, ja, wie mit konkreten Zahlen. Ja. Lass uns starten. Es gibt wieder übergeordnete Energien, ja, die ein wenig die Thematik für euch anzeigen, die diesen Monat anstehen im Mai. Ja, ein erdiger Monat. Ja, die Stierzeit hauptsächlich ist sehr angebrochen. Und da geht es so um Erdung eben, um ja, Realisierung vielleicht auch all dessen, was jetzt so in der letzten Zeit in Veränderung gekommen ist, in Transformation. Schauen wir mal hinein. Es ist natürlich ein allgemeines Orakel. Schaut, wie er in Resonanz geht. Ja, und manches kann schon begonnen haben, sich erst später zeigen. Schaut da auch gern später noch einmal hinein. Wenn ihr ja alles noch ein wenig vertiefter haben wollt, dann nehmt auch gern die weiterführenden Legungen in Anspruch oder eben die Angebote für persönliche Legungen. Ja. Bei den weiterführenden Legungen beachtet bitte immer auch, ja, dass ihr, wenn ihr die euch bucht, dann tatsächlich auch ganz genau euer Sternzeichenwunsch angeben mit angebt. Ja. Entweder dort im Benachrichtigungsfeld auf PayPal oder mir eine E-Mail schickt. Ja. Daten sind alle in der Infobox. Ja, so, na dann starten wir mal. Schauen wir, was sich hier zeigt. Jewel within a teardrop. Der Juwel in einem Tränentropfen, in einer Träne. Mit den Stichworten Appreciation, Spiritual and Emotional Reconnection. Ja, das Verständnis, das Bewusstsein, auch ein Stück weit, ne, die Wertschätzung dessen, was da zu Verstand kommt und die spirituelle und emotionale Rückverbindung. Und hier geht es vor allem um die Rückverbindung zu Menschen, vielleicht auch zu Tieren, ja, zu Wesen jedenfalls, die stark mit dir verbunden sind, mit deiner Geschichte, ja, mit deinen Erlebnissen, Erfahrungen. Und hier kann es sein, dass sich so ein wenig eben intensive, vor allem emotionale, aber eben damit auch spirituelle Zeit erleben, erreicht diesen Monat.
und ja, sich so manche Träne der Traurigkeit, der Verdrossenheit in Träne der Freude wandeln können, ja. Du bist eingeladen und aufgefordert dazu, eben genau hinzuschauen auf vergangene Erlebnisse, auf Beziehungen, die ja vielleicht in Misskredit geraten sind, vielleicht auch manches Vorurteil, was du gegenüber anderen hast, oder ja, auch es möchten vor allem Gefühle und Erlebnisse angeschaut werden, die stark in den Hintergrund gedrängt wurden. Ja. Dahingehend geschieht einfach auch Rückverbindung. Vielleicht hast du diesen Monat ganz konkret auch Zeit, vielleicht durch ja, Auszeiten, Urlaubszeit oder vielleicht besondere Feier- und Festtage. Ja, das könnten jetzt so die offiziellen Festtage sein, ne? Himmelfahrt, Pfingsten. Aber das können vielleicht eben auch Geburtstage sein, die eine besondere Wirkung auf dich haben, vielleicht auch Muttertag, ja. Und ja, da gewisse tiefe Empfindungen, Gefühle hochspülen, vielleicht auch eben in intensive Kontakte zu Menschen bringen, denen du schon lange nicht begegnet bist, die aber ja intensivst irgendwie mit dir, deiner Geschichte verbunden sind. Ja, und da werden sich eben ja tiefe Gefühle ergeben, das Gefühl der Liebe ganz stark breit machen, ja, der Verbundenheit und auch durchaus der Versöhnung, der tiefen Liebe, der, ja, neuer Bande, die da geknüpft werden. Ja, und ein wenig ergibt sich da vielleicht auch das Verständnis für die Entwicklung, die passiert ist. Ja, vielleicht gab es da in manch einem zwischenmenschlichen Kontakt lange Zeit Stillstand oder na, Auszeit eben. Und gibt es nun wieder neue versöhnliche Kontakte und ja, zeigt sich einfach, es war wichtig und wertvoll, dass es trotzdem alles so gekommen ist, auch wenn eine gewisse Traurigkeit mit diesen Verläufen verbunden gewesen ist oder ist. Aber jetzt ist einfach auch Zeit für Heilung, für Versöhnung, für neue Verbundenheit. Ja, schauen wir mal hier noch weiter, was sich hier für Impulse ergeben ist. Sind diesmal sehr viel Kartendecks mit dabei, die einfach mit dem Thema Erde, ja, Erdung zu tun haben, Schätze der Erde. Und hier haben wir eben vor allem die Kristalle mit dabei, die Edelsteine, die dir einen Impuls vielleicht mitgeben, einen unterstützenden. Hier haben wir den Hämatit, ja, der für die Erdung steht, für die Reinigung, auch für die Blutreinigung, vielleicht dahingehend auch noch für die Reinigung, ja, des Herzens sozusagen, Reinigung von Vorurteilen, Stärkung der Herzenskraft. Ja, das kann natürlich einfach im Herzen auch sehr stärken, ja, wenn ja, emotionale Verbundenheit neu aufleben kann in versöhnender Art und Weise und neue Bande geknüpft werden, sich ja manch einer wichtigen, wertvollen Beziehung noch einmal in besonderer Weise bewusst gemacht wird. Dann haben wir noch weiter den Hidden Eid mit dem Stichwort Gratitude, Dankbarkeit. Ja, natürlich, einfach Dankbarkeit fürs Leben, Dankbarkeit trotz mancher negativer Erfahrung vielleicht im Miteinander. Eben, ich hatte es vorhin schon gesagt, ja, manch eine Entwicklung ist oder scheint für uns verletzend zu sein, traurig, stimmt uns traurig. Ja, aber ne, wenn wir über einen längeren Zeitraum schauen, wenn wir sehen, wie sich dann alles entwickelt und ergibt, dann darf eine tiefe Dankbarkeit auch in uns entstehen, ja, wachsen. Wir verstehen ja von unserer menschlichen Position aus
manches so wenig, ne, weil wir die Zeit so wenig überblicken, weil wir immer wieder auch aus Erfahrungen nicht lernen oder wenig lernen, wieder viel in Vergessenheit gerät. Ja, und dürfen hier immer wieder neue Erfahrungen für Dankbarkeit sammeln, für das, was sich ja in großen Zusammenhängen einfach auch ergibt zu unserem Wohl, ne? Ja, hier wird vor allem eben dann auch die Herzenskraft gestärkt. Ne? Die Chakren sind hier immer ein Stück weit mit angegeben, mit diesen Umrahmungen. Ja? Also hier haben wir vor allem das Herzchakra mit angesprochen, das hier gestärkt werden soll. Und hier haben wir noch den Lapis Lazuli, der ja eben für das Thema Liebe auch steht, ja, starke liebende Verbundenheit, aber eben auch Inspiration, ja, Bewusstsein für unsere größeren Zusammenhänge, die gestiftet sind, einfach ja, durch die göttliche geistige Welt, ja, durch unsere Heimat sozusagen, von der her wir als Seelen kommen, eben von daher nicht ganz unbegründet eben hier dieses Stichwort Past Life, ja. Im Grunde genommen sind wir alle natürlich als Geschöpfe miteinander verbunden, ja. Entsteht dann einfach auch Entzweiung und Trennung durch das, was wir erleben. Durch ja, das, was wir miteinander zu lernen haben. Durch dieses Stichwort hier Past Life und den Lapis Lazuli wirst du auch eben unterstützt, Vergangenes, also Karmisches, auch loszulassen, zu bewältigen, in die Bereinigung zu bringen. Ja? Na, vielleicht gibt es hier mit einer bestimmten Person in deiner Vergangenheit. Das können vielleicht Familienmitglieder sein, Eltern, Geschwister. Ja, Onkel, Tanten, Großeltern, ja. Oder ja, das können vielleicht auch vergangene Partner sein, mit denen du in gewisser Weise vielleicht noch verbunden bist, vielleicht über Kinder oder ja, wie auch immer, ne? Aber vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr hast, aber trotzdem Aussöhnung auch passieren darf, loslassen dessen, was ungesund einfach auch festhält, ja, damit du wieder in Herzensstärke kommst, ja, aus den Tränen der Traurigkeit, Tränen der Freude werden und für dich einfach, ja, einfach ein Stück weit Transformation passieren kann, neues Vorangehen, ja. Ja, und dann schauen wir noch hier in das Liebesorakel hinein. Hier wollten zwei Botschaften fallen und das kann auch erstmal nur für dich stehen, ja. Hier haben wir zum einen Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja, gerade auch in, sagen wir mal, Versöhnungsprozessen, ja, Versöhnungserlebnissen, na, kann es eben tatsächlich auch dahin gehen, dass ja, wir eben einstige Vorurteile, ja, einstige vielleicht entzweiende Erlebnisse hier auch loslassen können, ja, die Kraft dazu bekommen, es hinter uns zu lassen, in die Versöhnung tatsächlich mit einem Menschen, mit einem Wesen zu gehen. Und ja, lieber der Stimme des Herzens, ja, das miteinander verbunden sein wollen, es einfach auch zu folgen, weil das eben den Antrieb gibt, weil das die Lebenskraft gibt, weil das eigentlich im Sinn ist, ja. Ja, natürlich fällt das eben immer wieder auch schwer, durch das, was wir miteinander als Menschen auch auszuloten haben, im Alltäglichen oder im, ja, im weiteren Verhältnis zueinander. Aber ja, das sollte einfach nicht den Sieg davon tragen, ja, oder ja, da wirst du einfach hier auch dran erinnert, lieber versöhnend aufeinander zuzugehen, das zu würdigen und zu schätzen, dankbar anzunehmen, was ist, die Verbundenheit, die Liebe zueinander. Ja, und wir haben tatsächlich dann auch noch das Ich liebe dich, ja. Ja.
Möglicherweise, ne, kommt da hier jetzt auch ganz besonders hier, hofft jemand auf dich zu. Ja, hier haben wir noch das Stichwort: achte deine Gefühle. Ja, zeig du deine Liebe natürlich. Geh mit dir selber liebevoll um. Ja, und gerade auch dahingehend vielleicht Vergebung zu üben. Ja. Oder nach Versöhnung eben zu suchen, einfach um ja, der eigenen Seele, der eigenen Herzenskraft willen. Denn ja, wem wir die Macht geben, wem wir die Schuld geben, dem geben wir die Macht. Ja, wenn wir dann auch lange an Schuld festhalten, immer wieder etwas aufwärmen, dann vergeben wir damit nur unnötig auch Energie und Kraft und ja, auch Kraft zum Versöhnen. Ja. Natürlich dürfen wir uns selber achten mit dem, ja, dass wir einfach auch Prozesse der Traurigkeit verwinden müssen, ja, zu verwinden haben, und das einfach auch Zeit braucht. Aber ja, eben im Loslassen, ja, im sich auch wieder bewusst davon entfernen, ja, und aufeinander zugehen. Liegt die stärkere Kraft, ja, liegt die Kraft der Liebe, die einfach auch überwinden hilft, heilen hilft. Ja, und vielleicht, ne, kommt hier in besonderer Weise jemand liebend auf dich zu oder ist schon da und spricht einfach oder zeigt dir das in besonderer Weise nochmal, ja, besonderer Stärke, einfach nochmal diese liebende Verbundenheit. Ja. Gebt nun hier einmal eure Energie noch hinein in das Crystal Power Tarot. Auch hier haben wir die Kristalle mit dabei, die Kraft der Kristalle. Ja, die mischen wir nochmal mit ein. Und wir ziehen dann für die einzelnen Dekaden jeweils einen übergeordneten Impuls. Und dann noch aus dem Chakra Wisdom Tarot klärende Impulse. Die Krebse, was haben die für eine Energie? Die Neun der Schwerter. Ja, I trust the present moment. Neun der Schwerter ist ja immer so die Albtraumkarte. Da gibt es viele Sorgen, vieles, was bedrückt, was schlaflose Nächte bereitet. Ja, vielleicht hast du diesen Monat tatsächlich einfach auch eben viel zu erledigen, zu bewältigen. Vielleicht eben gerade auch im Zusammenhang mit einer bestimmten Person oder einer bestimmten Geschichte hin zu einer Person sind dir regelrecht Albträume auch bereitet oder erstehen. Ja. Ja, auch durch Gespräche vielleicht. Vielleicht gibt es viele Streitigkeit, viele Uneinigkeit. Ja, aber na, hier dürfen wir dem Verstand auch immer wieder ein Stück weit Einhalt gebieten und dahingehend Lösung für uns finden, dass wir ganz im Präsenten, in der Präsenz sind, ja, ganz in den gegenwärtigen Moment gehen und da einfach auch sehen, es ist gerade gut. Jetzt in dem Moment ist es gerade gut. Ich muss mir nicht immer wieder Gedanken über etwas machen, nicht immer wieder etwas, ja, Verletzendes heranholen, bis dahin, dass es mich regelrecht bedrückt und depressiv macht, ja, und gar nicht weiterbringt, ne? Gar nicht in der Lösung voranbringt. Ja, so ein Stück weit Abstand nehmen, in die Präsenz gehen, ins Hier und Jetzt. Das wird wahrscheinlich immer wieder auch gut tun. Aber ne, vielleicht auch dahingehend dann Gespräche zueinander zu suchen, ja, in die Kommunikation zu gehen, ja, die Sachen anzugehen, klärend anzugehen, wird wichtig und wertvoll sein. Ja, nicht allein mit sich herumzuschleppen. Ja, und wenn ein direktes Gespräch da vielleicht erst einmal nicht möglich ist oder du dir das nicht noch nicht wagst, ja, dann ja, in Kommunikation gehen, vielleicht mit Freunden, mit Beratern, Unterstützern, ja. Ja, weisen Menschen, die ja vielleicht ein wenig Überblick auch erstmal geben können und Beruhigung, Entlastung. Ja. Genau, schauen wir hier jetzt für die erste Dekade.
Schwertenergie, also für euch als Krebser, als ja, Sternzeichen des Wasserelements ist hier eine Menge Schwertenergie unterwegs. Ja. Hier haben wir noch den Sugelit mit dabei und den Gedanken, I know that peaceful times will come. Ja, sechs der Schwerter, die bedeuten natürlich, sich aus kriegerischen Zeiten sozusagen, also Zeiten des Streits, der Zerworfenheit, Uneinigkeit, sich aufzumachen, ne? In Zeiten des Friedens, ja. Ich weiß, dass friedliche Zeiten kommen werden. Du hast da Gewissheit, ja, hast dich oder ja, hast dich zurückgezogen, gehst neue Wege, vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit noch einmal sehr bewusst, um ja auch zur Ruhe zu kommen, ja, vielleicht eben gerade auch die Gedanken, Energie, die sehr stark sein könnte, die sich immer wieder auffühlen könnte hinsichtlich einer bestimmten Person, einer bestimmten Streitigkeit, ja, bestimmte Herausforderungen, die du lösen möchtest. Ja, in Rückzug gehen und in Ruhe und Klarheit sich aufzumachen zu neuen Ufern, ja, danach neuen Lösungen zu suchen, vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit zurückziehen, herausziehen durch, ja, vielleicht eben Urlaubszeit oder immer bewusste Auszeiten, ja, regelmäßig am Tag oder in der Woche. Ja, vielleicht gibt es da bestimmte Zeiten, die du dir nimmst und suchst, bewusst einbaust, um ja auf andere Gedanken zu kommen, überhaupt auf Lösungsmöglichkeiten auch zu kommen, zu Ideen, zu Klarheit, Nüchternheit wieder ein Stück weit. Ja, vielleicht sind da eben wirklich Gefühle auch sehr hochgekocht, ja, in dem, was sich zugetragen hat in der Vergangenheit, jüngster oder lange zurückliegender Vergangenheit. Und ja, gilt es hier ein Stück weit eben auch in Nüchternheit zu kommen. Ne? Das Land, was du damit betrittst, das ist Neuland. Ja, vielleicht ist das eine sehr ungewohnte Erfahrung für dich, dass du ja die Problematik einmal so angehst. Aber es wird dir einen neuen Lebensraum auch eröffnen. Ja. Natürlich ist er noch unbekannt, ne? Bei den Sechs der Schwertern, ja, ist ja immer das Bötchen unterwegs hin zu einem neuen Ufer. Das Wasser ist still und ruhig, ist geklärt sozusagen. Die Emotionen sind ruhig, haben sich beruhigt. Ja, aber das, was dann neu losgehen darf, das Land, was da betreten werden darf, ist noch unbekannt, ja. Aber es besteht damit einfach gleichzeitig auch die Chance, dass es ja ein friedliches Fleckchen Erde ist. Sozusagen ein friedliches Fleckchen Erde im Miteinander, ja? Dass ihr da in ruhigere, versöhnlichere Zeiten hineinkommt. Ja, vielleicht ist ja auch Umzugszeit, ja, vielleicht geht jeder sozusagen getrennte Wege. Gehst du ein eigenes Lebenskapitel an? Vielleicht auch dahingehend, dass du dir selber, ne, vorausgehend sind die fünf Schwerter, die auch gern so für Selbstkonflikte stehen, Konflikte im Inneren, ja, mangelnden Selbstwert, Selbstvorwürfe, ja. Möglicherweise gehst du dahingehend auch auf Reisen hin zu neuen Ufern, ja, zu mehr Klarheit, Ruhe, Ausgeglichenheit. Ja, schauen wir mal, was zeigt sich denn hier noch? Na, die wurden zusammen. Dann nehmen wir die auch zusammen. Ja, hier haben wir die Sonne. Schön. Sehr viel Kraft, Glück. Ja, hier haben wir die Fünf der Schwerter, aber eben auch das Ass der Kelche. Sehr schön, ja. Ja, hier stehen ne, glückliche Zeiten einfach an, sonnige Zeiten, Neuanfangsenergie. Ja, mit der Sonne ist immer so ein Stück Neuanfangs, neues
Energie verbunden, neues Aufblühen, neues Wachsen, ja, wie es ja so ein Stück weit auch typisch ist jetzt für unser Umfeld, ne? Auch das passiert in uns, ne? Für uns, in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander. Ja, hier kommst du zu neuer Lebensenergie, vielleicht dadurch, dass du dich bewusst einfach auch distanzierst, aus einem Streit herausgehst, aus einer Zwistigkeit, das hinter dir lässt, ja. Möglicherweise, ne, kann das jemand noch nicht so ganz akzeptieren oder und versucht immer wieder auch, ja, da angriffig, strittig auf dich zuzukommen oder ja, steigen in dir auch immer wieder, ne, Konflikte auf, Selbstzweifel. Immer wieder so ein Stückchen Groll oder Wut, ja. Aber hier darf es auch in Heilung kommen. Hier wird es in Heilung kommen. Ja, um deiner selbst willen, nutze die Chance oder ist dir die Chance auch gegeben mit dem Ast der Kelche, ja. Eine Chance auf Liebe, auf Miteinander. Gerade wenn es eben die Liebe betrifft, ganz konkret jetzt eine Liebesbeziehung oder ne, die Thematik Liebesbeziehungen, kann es eben so sein, dass du hier wieder in Kraft und Stärke kommst, ja, einen Neuanfang für dich startest, hier in Optimismus und Energie kommst, nachdem vielleicht ein Streit nur in einer Beziehung passiert ist oder ja, eine Beziehung auseinandergegangen ist. Das kann auch schon länger zurückliegen, ja, aber ja, hier dich einfach dann auch mal noch mal Zweifel ankommen. Wie es weitergehen kann vielleicht mit dem Menschen, mit den Gedanken an die Entwicklung, die passiert ist, ja. Ja, und Ast der Kelche sagt dann, ja, hier gibt es neue Chance zum Miteinander, entweder, ja, dass sich eine ganz neue Beziehung dir bietet, ja, vielleicht auch nach Zweifeln, ob du überhaupt wieder jemanden auch triffst oder mit jemandem zusammenleben kannst und magst, ja, ob sich hier Versöhnung wieder einstellt. Ja, hier kann es zu Versöhnung, zur Heilung kommen. Ja, mit dem Ast der Kelche ist das angezeigt. Aber wie gesagt, es kann auch eine völlig neue Beziehung sein, die hier auf den Plan tritt. Ja, und damit sozusagen neue Ufer betreten werden. Ja, also ein ganz neuer Mensch kennengelernt wird. Aber ne, je nachdem, wie eure Situation ist, es kann die Versöhnung bedeuten, es kann einen neuen Mensch bedeuten, es kann auch bedeuten, dass du mit dir selbst in eine Aussöhnung kommst, ne, einfach auch die Selbstzweifel über ja, den Kontakt zu einem Menschen in der Vergangenheit loslassen kannst, ja, und hier für dich in innere Heilung kommen kannst, ja. Vielleicht durch Gespräche, ja, auch unterstützende, therapeutische, freundschaftliche Gespräche, ja. Das kann auch sein. Ja, schauen wir weiter zur zweiten Dekade. Und hier bei der zweiten Dekade der Krebse haben wir den König der Kelche. Ja, hier geht es um eben eine ganz starke Liebe. Hier haben wir den Angel Aura Quartz mit dabei und den Gedanken, I know that the right person waits until I'm ready. Kleinen Moment. Ja, der König der Kelche, na, das ist einer, der in seiner Liebe gereift ist, aufgrund seiner Erfahrungen, seiner verschiedensten Erfahrungen in der Liebe. Ja, sei es jetzt mit einer Person, ne, wo einfach vielleicht auch
Höhen und Tiefen miteinander erlebt wurden und die Liebe immer wieder herausgefordert war, sei es durch verschiedenste Beziehungen, also mehrere Liebesbeziehungen auch, aber eben auch verschiedenste be andere Beziehungen im Leben. Hier ist einer in seiner Liebesfähigkeit, in seiner Liebesqualität ganz stark und ja, geht damit sehr bewusst um, ne? Er trägt seinen Kelch nicht hinterher, aber teilt ihn einfach auch sehr gern, zeigt ganz bewusst seine Liebe, ja, zeigt sie auch ehrlich und verlässlich, ja. Kann warten, ne, bis der andere ja, offen genug ist für die Liebe, fürs Miteinander. Umgedreht genauso erwartet er sich das, dass ja, sein Gegenüber wartet, bis er fertig ist, ne? Wie er hier auch steht, ja, bis er fertig ist, seine Liebe zu zeigen, ja, sich damit auch in größerem Maße zu öffnen, ne? Für dich kann es hier zum einen um eine bestimmte Liebesbeziehung gehen, so wie es aussieht, hin zu einem König der Kelche oder du eben bist König der Kelche. Ja, du bist der Wasserzeichen als Krebs und der König der Kelche kann durchaus hier auch für dich stehen, ja, dass du hier ganz eben in deine Kraft kommst, ja, in deine ganz typische Energie, in deine Liebesqualität auch, ja, in dein Wohlwollen, dein Wohlgesinntsein zueinander auf eine heilsame Art und Weise. Ja. Vielleicht hast du hier jetzt tatsächlich lange Zeit gewartet, dass jemand sich so weit öffnet, um ein Ich liebe dich zu erwidern, der Stimme seines Herzens zu folgen und ja, sich mit dir auf den Weg zu machen. Oder eben, das ist umgekehrt für dich so, ja. Schauen wir mal noch hinein. Für dich ist der Monat Mai tatsächlich ein starker Liebesmonat, ja. Möglicherweise kommst du aber eben auch sehr stark selber in Heilung, ja. Vielleicht auch in Spiritualität. Vielleicht ist das für dich sehr bedeutend, dass du ja Spiritualität einfach nicht nur entdeckst, sondern tatsächlich auch praktizierst. Vielleicht auch heilende Tätigkeit, soziale, wohltätige, ja, Aufgaben praktizierst, ja. Da vielleicht auch ein Wirkungsfeld für dich auftust oder ne, etablierst. König der Kelche ist ja eben Abschluss des Kelchzyklus. Ja, da ist schon über das Ausprobieren hinaus einiges mehr passiert, eben an Erfahrungen, an Etablierung. Ja. Schauen wir mal. Hier haben wir die sieben der Kelche. Die können für die rosarote Brille stehen, für Träume, Visionen, Illusionen. Ja, die drei der Stäbe und die sechs der Kelche. Ja, möglicherweise, ne, träumst du hier auch ganz stark von einer bestimmten Person. Also hier scheint es wirklich ganz stark um Liebe, Liebesbeziehung zu gehen. Ist für dich eine bestimmte Person wichtig? Wartest du vielleicht tatsächlich auch schon sehr lange auf ja, die Antwort eines Gegenübers, die Reaktion? Seid ihr vielleicht sehr stark auch über Träume miteinander verbunden? Vielleicht lebt ihr auch nicht miteinander, ja? Vielleicht habt ihr schon auch intensiv Kontakt zueinander, aber lebt noch nicht miteinander und spielt sich vieles einfach auch über Träume ab. Seid ihr da gut miteinander verbunden auf eine spirituelle Weise sehr stark, ja? Möglicherweise ja, geht es darum, miteinander Leben zu planen, auch miteinander zu visionieren, ja. Und das steht in guter Aussicht, ja. Das ist nicht nur geschützt und gesegnet. Wir sehen es hier durch die lila Farbe, also die Chakrenfarbe für ja, drittes Auge, Kronenchakra, ja.
Kronenchakra vor allem, sondern auch dann hier durch die drei Stäbe. Da gilt es noch ein wenig Geduld zu haben, ja, zu warten, bis du vielleicht selbst fertig bist, um auf jemanden intensiver zuzugehen, deine Liebe zu gestehen oder umgedreht, ja, abzuwarten, bis der andere in den Hafen kommt, ja, dessen Schiff ankommt. Aber du hast hier wunderbare Aussichten, ja. Bleib da in deiner Mitte. Die gelbe Farbe weist ja auf das Sakralchakra hin. Ja, bleib in deiner Mitte. Lass dich da auch nicht verunsichern. Das hat seinen guten Grund oder seine gute Berechtigung, dass du hier die Zeit abwartest, geduldig bleibst. Ja, das hat seine guten Aussichten. Ja, da liegt eine Menge Potenzial drin, in dem, was da auf dich zukommt an Entwicklung, ja, in dieser Liebe oder eben auch, na, mit den Stäben verbunden sind ja durchaus auch berufliche Tätigkeiten, ja, oder die der Potenzialentfaltung der eigenen Gaben und Talente. Ja, vielleicht gehst du da auch ganz bewusst, wartest du eine berufliche Entwicklung auch ganz bewusst ab. Ja? Aber ne, welche Thematik von beiden da auch immer, ja, es hat wunderbare Aussichten. Bleib einfach in deiner Ruhe, in deiner Mitte. Handle aus deiner Mitte heraus eben auch. Ja? Da kommt etwas bei dir an, was vielleicht auch schon lange unterwegs ist. Sechster Kelche, ja, so ein Stück weit Nostalgiekarte, die uns anzeigt, dass da etwas schon lange Sehnsucht bereitet. Wir verbunden sind eben schon lange mit einer bestimmten Person, mit einem bestimmten Wunsch, Anliegen, ja, schon lange oder längere Zeit schon darauf warten, dass etwas konkreter wird, in Erfüllung geht. Ja. Vielleicht sind es tatsächlich auch Kindheitsträume, vielleicht kommt ein ja schon lange bekannter, vielleicht aus der Kindheit bekannter Mensch auch auf dich zu und ja, ergibt sich hier endlich jetzt auch die Möglichkeit des Miteinanders, des liebenden Gehens miteinanders oder der Versöhnung, ja, der Heilung. Ja, gute Aussicht. Das ist schon mal sehr wichtig und wunderbar. Ja? Und es ist sehr viel Liebe dabei, sowohl von deiner Seite als auch von gegenüberliegender Seite. Ja, Liebe und Hingabe, Lebenskraft, Engagement, Mut. Ja? Ja, bleib in dieser Kraft. Eine wundervolle Energie für dich diesen Monat. Was hat die dritte Dekade? Hier haben wir die Acht der Kelche, interessant, mit dem Aquamarin, ja, der ja so für das Herz- und Kehlchakra auch sehr maßgeblich ist und dem Gedanken, I accept my situation without resistance. Ja, ich akzeptiere meine Situation ohne Widerstand. Ohne Ausnahme, ohne Streitigkeit, ja, ohne etwas auch nur so ein Stück weit anzuzweifeln, ja. Es ist die völlige Annahme, ja. Keine Resignation, sondern ein ganz bewusstes Annehmen, Akzeptieren und damit ja eben auch loslassen. Vielleicht vergangener, verletzender Emotionen, Erfahrungen, ein bewusstes sich abwenden und weitergehen. Ja, dadurch wird einfach auch die Kraft des Weitergehen-Könnens ermöglicht, wenn wir etwas annehmen, ja, uns auch ein Stück weit eben in Dankbarkeit annehmen, uns zum Geschenk sein lassen, auch wenn es nicht nur positive Erfahrungen waren, ja. Ja, denn die acht Kelche sagen eben, das sind alles entweder Beziehungen oder Situationen, Chancen, die das Leben geboten hat, die aber ja einfach nicht erfüllend waren, nicht zufrieden gestimmt haben, aber eben, ja, wo es kein
kein verbindendes Miteinander gab, ne? Keine Beziehung auf Augenhöhe, ne? Hier wird sich aufgemacht zu den zwei Kelchen der Beziehung auf Augenhöhe. Das kann eben eine konkrete Liebesbeziehung sein, eine Versöhnung hin zu einem anderen Menschen oder auch einer Tätigkeit eben, die einem ganz liegt. Ja, zwei der Kelche kann eben auch mit einer bestimmten ja, Tätigkeit, Beschäftigung, Arbeit, ja, Entfaltung zu tun haben, die uns ganz auf Wellenlänge liegt und zu eigen ist, die uns ja erfüllt einfach auch, wo wir drin aufgehen können und ja, aber eben auch ausstrahlen können. Ja, schauen wir mal. Machst du dich hier auf den Weg, na, hin zu deinen zwei Kelchen? Ja, lässt tatsächlich einfach auch alte Erfahrungen los, ne? Alte Versöhnungsversuche auch, ja, hin zu einem bestimmten Menschen oder ne, die Erfahrung eben mit verschiedensten Menschen in der Liebe. Schauen wir mal. Es können vielleicht auch berufliche Erfahrungen sein, ja, die du hinter dir lässt, ne? Gerade wenn es eben eine bestimmte Beschäftigung betrifft, die für dich das Thema der zwei Kelche dann aufgreift. Ja, bestimmte berufliche Erfahrungen hinter sich lassen, weil, ja, weil sie einfach nicht erfüllt haben, ne? Weil sie dich auch nicht wertgeschätzt haben, geachtet haben, weil sie dich vielleicht auch immer wieder ausgelaugt haben, ausgeleert. Ja, die Becher sind alle leer, die acht Kelche. Ja, dann ja. Machst du dich hier auf den Weg eben auch hin zu etwas, was dich erfüllt und was dich nicht immer wieder nur ja ausleert, ne? Austrocknet. Ja, schauen wir mal. Ja, den Magier haben wir hier. Das ist eine starke Energie, eine Macherenergie. Da kommst du ins Tun, ins Machen, hast aber eben tatsächlich auch alle Elemente zur Verfügung, also alle Mittelmöglichkeiten, ja, sind dir da mitgegeben. Eben die Liebe, Hingabe, auch die Verlässlichkeit, Treue, die Inspiration, Leidenschaft, die Klarheit, ja, Planungsgeschick und auch ja, die göttliche geistige Unterstützung eben. Alle fünf Elemente hast du hier zur Verfügung und bist da ja auch ganz bewusst auf einen Weg geschickt, gestellt. Ja, mach dich hier auf. Also es wird wunderbar unterstützt. Zeig deine Meisterschaft. Zeig einfach auch, was du kannst, was du drauf hast. Oder ne, zeig hinsichtlich der Liebe einfach auch, ne, was dir jetzt wirklich am Herzen liegt, ne, was dir im Herzen entspricht, ja. Das kann natürlich zum einen heißen, ne, eine bestimmte Situation zu verlassen, vielleicht auch einen bestimmten Menschen oder zumindest vielleicht auch die Haltung, ne, sich immer wieder von vergangenen Erfahrungen beeindrucken zu lassen, herabziehen zu lassen. Aber ne, das kann natürlich einfach auch heißen, du machst dich ganz konkret hin zu zwei Kelchen auf den Weg, ne? Ohne jetzt irgendwo ausbrechen zu müssen oder etwas hinter dir lassen zu müssen. Ja. Und startest da eben. Ja, entweder für dich selbst oder mit eben einem neuen Menschen, einer neuen Beziehung. Machst dich zumindest auf den Weg, ne? Oder eben im Beruflichen dann zum Beispiel auch, machst dich ganz konkret, vielleicht auch selbstständig, das kann auch sein, ja, der Magier agiert ja erstmal in seiner eigenen Meisterschaft, ja, zeigt eben seine eigenen Gaben und Talente, entfaltet sich. Hier haben wir noch die zwei der Münzen, ich behalte es mal hier. Hier haben wir noch die zwei der Münzen und den König der Stäbe, nee, den Ritter der Stäbe. Ja, zwei der Münzen. Natürlich, wenn du dich
hier auf den Weg machst, gerade mit einer vielleicht beruflichen Selbstständigkeit oder in einem neuen Beruf oder ja, eben zumindest raus aus bestimmten beruflichen Zusammenhängen, dann gilt es vielleicht hier ein Stück weit wieder dann auch in Leichtigkeit zu kommen. Oder es bringt dich einfach auch in Leichtigkeit und ja, na, gehst du mit dem Leben wieder spielerischer um, leidenschaftlicher, kreativer, ja, bist einfach da auch freier, wenn du bestimmte bedrängende, unzufrieden stimmende Situationen hinter dir lassen kannst. Zweiter Münzen heißt aber eben auch, ne, vielleicht bekommst du hier jetzt auch schon neue Jobangebote oder so oder suchst sie dir, wägst mehrere Möglichkeiten ab, hast da auch zu jonglieren. Ja, vielleicht, ne, natürlich. Erst im Gehen auf einem Weg zeigt sich ja, ne, was es so an Herausforderungen geben kann. Ne? Und da gibt es immer wieder auch abzuwägen, auszubalancieren, sich zu entscheiden zwischen Möglichkeiten, Wege zu gehen, den eigenen Weg zu gestalten. Aber du gehst die Sache mit Leidenschaft an und triffst deine Entscheidung, ja. Der Ritter der Stäbe, der hat sein Ast der Stäbe, also die Möglichkeit zum Neuanfang, einfach auch ergriffen und geht damit ganz mutig und engagiert voran. Ja, kreativ einfach auch. Wenn es die Liebe betrifft, ne, dann ja, machst du dich hier ganz konkret entweder auf zu deinen zwei Kelchen, die dir eigentlich fehlen, eigentlich Wunsch sind. Oder machst dich eben ganz konkret auch auf in eine Eigenständigkeit sozusagen, auch dahingehend in der Liebe, ja, dass du deinen eigenen Weg einfach für dich gehst. Und ja, kommt hier nochmal so ein gewisses Schwanken dann auch hinein, ob das jetzt richtig gewesen ist, zu gehen, ja, so den eigenen Weg anzutreten, ja, ohne den bisherigen Partner oder ja, wenn du auf die zwei Kelche zugehst, ja, also auf eine neue Beziehung zugehst, ja, konkret sozusagen Beziehungsleben angehst, gibt es hier vielleicht auch mehrere Interessenten und Angebote, ja. Zwischen denen du abzuwägen hast, ja, zwischen denen du dich zu entscheiden hast. Vielleicht, ja, spielen da auch zwei, mindestens zwei Interessenten erstmal eine Rolle, auch gleichzeitig, das kann möglich sein. Aber auch dahingehend wirst du, ja, die Energie haben, die Chance zum Neuanfang ergreifen und dich entscheiden. Vielleicht auch erst einmal eben deine leidenschaftliche Zeit erleben wollen. Ja. Vielleicht ist das für dich auch erst einmal die Entscheidung, ne, in Freiheit zu leben und ja, ja, Leidenschaften einfach erstmal nur zu genießen, körperliche Leidenschaft zusammen mit Gegenübern, ja. Ja, nur die Leidenschaft lässt natürlich dann nicht bei den zwei Kelchen ankommen, ne, sondern halt ja, bei den Stäben halt, bei der Leidenschaft, bei der Erotik, bei der Sexualität. Ja, aber ne, auf dem Weg dorthin, ja, können solche Zeiten und Entwicklungen natürlich auch erst einmal wichtig sein. Eine heilsame Rolle spielen, ja. Locker und leicht auf andere zuzugehen. Von der Thematik Liebesbeziehungen auch erst einmal ein Stück weit Abstand zu nehmen, um sich selber einfach auch kennenzulernen. Wo liegen die eigenen Leidenschaften, ja? Wohin möchte ich mich hin entwickeln? Der Ritter der Stäbe ist einer, ja, bei dem ist noch ganz viel Entwicklungspotenzial, ja. Der weiß eben noch nicht genau, wohin er sich entwickeln möchte, aber er lotet es aus, ja.
Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich doch schon eine Menge geredet gehabt. An der Unterseite des Kartendecks für euch alle noch die Königin der Schwerter. Ja, Unabhängigkeit, Bewusstheit, bewusste Entscheidung auch. Beherzte Nüchternheit, ja, die Königin der Schwerter, die geht ihren Weg unabhängig, ja, und trotzdem auch beherzt, ja, ganz klar. Also genauso klar, wie sie sich für sich selber entscheidet, ja, dafür sich von nichts gefangen nehmen zu lassen, ja, sondern selbstbewusst einfach auch zu gehen, das auch zu kommunizieren, was sie möchte, wo sie hin will, was ihr wert ist. Genauso entscheidet sie sich klar für ein Gegenüber oder für bestimmte Beziehungen, Wege, ja, Entwicklungen. Ja, und das ist ein wunderbares Pendant hier zu den Neun der Schwerter, die ja eben so das Gedankenchaos, ne, die Albträume ja repräsentieren. Du setzt dem Klarheit entgegen, du gewinnst darüber Klarheit, ja, und kommst hier haben wir die Mäßigkeit unter den neun Schwertern, kommst ja auch wieder in Ausgewogenheit, ne, in Balance, in innerer Harmonie und Frieden, ja, egal hinsichtlich welcher Thematik jetzt, sei es eben Liebesbeziehung oder Versöhnung auch hin zu anderen Menschen, berufliche Entwicklung, ja. Ja, vieles, was dann noch vielleicht am Anfang der Zeit, am Anfang des Monats unklar erscheint, klärt sich, klärst du ganz klar und deutlich auch, ja, für dich. Ja, und bist dabei einfach auch wirklich göttlich, geistig inspiriert. Immer wieder haben wir hier die blaue und lila Farbe dabei, ja. Du bist göttlich inspiriert und kommunizierst einfach dementsprechend auch, ne, mit anderen, in dir selbst, zu Gott hin, der göttlichen, geistigen Welt. Ja, ich wünsche dir dafür sehr viel Segen, gute Entwicklung. Ja, hinterlasst mir gerne eure Kommentare, eure Abos, Likes, das Teilen auch des Kanals, sonstiger Wertschätzung. Das ist wunderbar. Da danke ich euch auch nochmal sehr herzlich. Ja, und wünsche euch, wie gesagt, eine gesegnete Entwicklung. Vielleicht sehen wir uns gleich in den Fortsetzungen und ansonsten dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.